Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir gehen jetzt bei Hans Kebab essen. Mittagessen, auf entspannt. Die haben jetzt Köfte am Start. Problem ist nur, mega laut hier. Müssen wir, glaube ich, mitnehmen und irgendwo, wo es leiser ist, verspeisen. Ich dachte, das wird ein schneller Besuch, aber der Abi vom letzten Mal ist am Start. Also kommt wieder hinter die Küche. Ich zeig dir die neuen Köfte. Also türkische Inegöl-Köfte heißen die, ja? Ja. Selbstgemacht. Haben wir lange herum rezeptiert, wie wir das dann am besten hinbekommen. Ah, okay. Jetzt mal drauf kommen, ohne Petersilie ist am besten, weil dann ist er auch ein bisschen länger haltbar. Dann muss ich nicht jeden Tag machen, kann ich immer so für 2-3 Tage vor die Masse machen. Unseren hausgemachten Lavash, Dürüms, werden im Ofen gemacht, haben wir ein bisschen dicker gemacht und in dem Brot tun wir es dann servieren, in dem Dürümlo. Ey, den essen wir jetzt heute nicht, aber der sieht so saftig aus. So, ich hab den Gabel frisch nicht gehört. Das Säuerliche, was die Zumach hat, was an die Zahnreise gibt. So. Okay. Sehr interessant, ja. Fertig. Voila. Ja. Nägelköfte ausgemacht. Jetzt mal eins nur mit den Soßen zum Probieren. Okay. Das ist Aschmach. Ja. Schwarz fermentierte Knoblauchsoße. Ja. Joghurtstücke, auch Kresse-Soße und die Hans-Kebab-Soße. So Leute, Soßentest. Wo ist meine Gabel? Ah, perfekt. So. Hans-Kebab-Originalsoße. Schau, was steht hier ganz los? Das ist geil. Das ist die Schnittlauch-Kresse-Soße. Mit allem scharf. Für einen Schaf. Hier sind wir mitnehmen. Hier sind 17 Mal bitte. Schwarz fermentierte Knoblauchsoße. Oh, die ist sehr dezent. Er nennt es auch Aschwar, Mann. Außer er verarscht mich. Wow. Oh, sehr interessant. Das könnt ihr alles in eurem Dürüm tun. Dann unseren Misch mit Sumak, Petersilie, weiße Zwiebeln. Und Tomaten. Wir empfehlen Kirschtomaten, aber der Kunde kann es auch mit Fleischtomaten haben. Also die Kirschtomaten kommen echt geil, Mann. Die ist echt öfter. Was machen die da drauf? Die fällt ein Aroma, Mann. Die ist krass, also Kirschtomate ist heftig. Ab jetzt, das ist neue Meter. Aber beim Dürüm sind Kirschtomaten einfacher zum Essen. Ja. Und dann noch scharfes Pulver oben drüber. Das war's, keine Soße, nix. Ohne Soße, ohne nichts. Aber der Kunde kann natürlich selber hier auch auswählen, was er haben will. Ja, Rotwild, Zwiebel, weiße Zwiebel, Salat, welche die Soßen, was du ausprobiert hast, ja, mit allen Soßen. Gut, aber für dich machen wir jetzt die Originalversion zum Testen, ja? So schnell kann man in einen spontanen Dreh sich verwickeln. Ich bin gespannt, also ich hatte auch das Dürüm hier noch nie, das Dürümbrot. Das war splendid. Ah, krass. Da ist genug Saft.
Du brauchst echt keine Soße. Dieses Sumak-Zwiebel-Ding ist krass. Na, die kranken Kirschtomaten, die wir hypen. Nur Lungo. Hänger, das ist echt krass. Gut Gewürze überall, Mann. Schau mal. Digga, so. Krasses Grillaroma, Mann. Wow. Der kann was. Mhm. Ja, ist gut. Mmh. Mein Gott, ey. Aber wie ist geil. Nonja köftige Geiz, Mann. 6 Stück, 2, 2, 2, den ganzen Dügel runter. Mhm. Ich hoffe, das schmeckt mir besser als der Classic und der Original Döner hier. Ich hab gesehen was. Vielen Dank. Das ist sogar besser als Döner, würde ich sagen. Original ist, oder? Ja. Ciao. So, ihr wisst, wenn was echt Gutes kriegt, ist ein Schokoseur von mir. Digga, was ist das? Genau an dem Tag, wo ich meine Haare nicht mache. Spontan behind the scenes mit Hans Kebab, NTV-Interview. Mein Gott. Zu finden vor 10 Jahren ist wahrscheinlich immer noch interessanter. Das ist immer noch super. Ich glaube, da performen wir durchaus weiter mit Wallets und so weiter. Gerade spontan in einen Call von Kollegen Nam reingesprungen. Der ist auch fett im Krypto-Game und ja, wir haben lange nicht mehr über Krypto geredet. Kurz zusammengefasst für die Leute, die wegen Köfte auf dieses Video hier geklickt haben. Wir machen ja momentan nur Food oder ich sag mal 90% Food, 10% versuche ich noch meine Blog-Anteile mit reinzuhauen, weil ich finde, das gehört einfach dazu. Ich habe mal Pokémon Go Videos gemacht, daher kommen auch die meisten Abonnenten. Ich habe dann aufgehört, dann habe ich versucht, habe ich mich ein bisschen rumprobiert, was anderes gemacht, mit meinen Freunden hauptsächlich, einfach Spaß haben und auch Food-Sachen. Das sind zum Beispiel die Reels, die ich wiederverwertet habe jetzt, wo ich damals natürlich noch keine Reels gemacht habe. Bin dann aber beim Vloggen hängen geblieben, weil Pokémon Go war ungefähr 50% Vloggen, 50% Gameplay, deswegen Vloggen taugt mir einfach. Dann habe ich eine Zeit lang gevloggt, habe auch einen neuen Kanal aufgemacht, wegen Algorithmus und so und habe versucht da einfach nur zu vloggen. Habe dann auch eine Menge erlebt, weil ich in Krypto investiert bin und das dann gut abgegangen ist. Und dann bin ich viel gereist, zum Beispiel 2022, habe echt eine Menge erlebt, war ein geiles Jahr. Eigentlich das beste Jahr meines Lebens. Und ja, dann hat unser guter Kollege Spieletrend, sehr großer Pokémon Go YouTuber, vorgeschlagen, Johann, konzentriere dich doch zum Beispiel erstmal nur auf Food. Und genau, seitdem ziehen wir Food durch und haben lange nicht mehr über Krypto geredet. Aber Krypto ist halt auch sehr wichtig für mich. Genau wie bei Food ist mir Ehrlichkeit und Transparenz sehr wichtig, weil es gibt ja viele Food-Blogger, die werden bezahlt, eingeladen, die erzählen das nicht, die zeigen nur die guten Sachen. Du gehst hin, du testest es, es ist voll der Flop, so wie heute. Digga, ich war beim Laden. Die ganzen Foodblogger, geile Reels und so. Ich habe es mir so ganz anders vorgestellt im Laden. Große Enttäuschung. Ich kann nicht mal ein Video draus machen, weil das Video wäre gewesen, bester Brunch in München oder bester vietnamesischer Brunch. Das war so eine Enttäuschung. Ich muss das Video jetzt abwandeln. Und in Krypto ist es halt genauso. Die Leute himmeln dir nur das Blaue vom Himmel her vor den Augen, keine Ahnung. Zeigen dir nur die guten Seiten. Viele schwarze Schafe, viele Abzocker. Aber ich und meine Freunde und zum Beispiel Bargisch, mein Mentor, der mich in Krypto gebracht hat, wir wissen, dass Krypto eine gute Sache ist und Krypto an sich, klar, es wird sehr oft ausgenutzt für böse Machenschaften und Abzocken, Scams, Rugpulls und so, aber
Es geht tatsächlich, dass man damit reich wird, gutes Leben führt, geiles Leben führt, sich was aufbaut, Cashflow aufbaut, davon leben kann. Und ja, das will ich den Leuten näher bringen. Aber ja, Krypto läuft an sich schon. Klar, wir sind gerade in einer schlechten Lage, aber weltwirtschaftlich gesehen. Ich habe meine Pferde. Ein Pferd performt gerade sogar sehr gut. Es performt sogar, ich will noch nicht zu früh irgendwas sagen. Schauen wir mal, wie es die nächsten Monate bis Ende des Jahres performt. Aber wenn es so weiterläuft, kann ich auch jeden Monat wieder Krypto nachkaufen. Mir da wieder was aufbauen, was dann hoffentlich im Bullenmarkt sich um ein Vielfaches vermehrt. Eines meiner Großpferde, das weiß jeder, ist DeFi. Da hat sich auch einiges getan. Da schauen wir auch mal vorsichtig, was so die nächsten paar Wochen, Monate passiert. Je höher da der Preis steigt, desto mehr kann ich geile Videos machen, wieder mehr reisen, ein paar verrückte, geile Projekte machen. Irgendwie sowas wie, ich teste jeden Döner von Holles Döner Ranking. Das geht natürlich auch nur, wenn man ein bisschen mehr Geld hat und dann rumreist und Übernachtungen, dies, das, Fahrtkosten und so. Also wie besser DeFi in Krypto läuft, desto besser oder krasser Rennen-Content kann ich abliefern. Und wie krasser der Content wird, desto hoffentlich mehr Follower generieren wir und dann wird das irgendwann auch ein Standbein, eins meiner Pferde. Und schauen wir mal, wo die Reise sonst noch so hingeht. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, Leaf und Crow. Crypto Cashflow generieren, jeden Tag tracken, serious business und ciao.